Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge mit einem neuen Repaint für den KT4D. Wir sehen Lotus. Ja, es gab ja lange Zeit keine Repaints. Jetzt kommen sie doch mittlerweile. Letztes Mal hatten wir uns ja das Rammstein Repaint natürlich angeschaut. Und jetzt, wie gesagt, hat BLV selbst ein Repaint von Lotus erstellt für den KT4D. Und ja, so sieht das Ganze dementsprechend aus. Wir werden uns mal so ein bisschen Werbung jetzt hier in Koblenz machen, weswegen wir hier gerade aktuell stehen und mal hier die Straßen mal kurz aufrüsten, um dementsprechend auch noch eine kleine Runde zu drehen, würde ich sagen. So, haben wir schon, ne? Ja, habe ich gerade gemacht. Schon wieder vergessen. Heieiei. So. Okay, Innenbeleuchtung und Scheinwerfer. Zip. Dann hier rum. Ja, die Karte wird ständig geupdatet. Also mittlerweile sind so viele Updates, die jetzt mittlerweile erscheinen für Steam Workshop Updates. Entweder habe ich einfach zu viel drauf, zu viel installiert oder sowas, dass er da halt dementsprechend halt so viel installiert oder ja, es passiert halt wirklich eine Menge. Aber die Koblenz ist zum Beispiel eine Strecke, die halt wirklich permanent halt geupdatet wird. Gefühlt einfach. Was ich aber auch persönlich ganz gut finde, da das ja nämlich die erste, also die Multiplayer-Karte ist, die man ja aktuell so spielen kann. Neben Tram München natürlich und neben ja, der Diorama-Karte, die natürlich, ja, ne, da brauche ich nichts groß zu sagen. Ist was passiert? Ich kann mich hier an das Ganze gar nicht mehr so wirklich erinnern, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Die Linie 11, okay. So, wir können mal ein bisschen rauszoomen. Ja, man sieht halt, es wird halt immer mehr bebaut jetzt. Also es ist nicht mehr einfach nur so ein bisschen Kleingedöns oder sowas, sondern hier wird halt gebaut. Ach so, wir fanden die Richtung. Ah, okay. Ja, dann ist das aber neu hier. Ich glaube, oder war das hier schon so bebaut? Ey, ich habe keine Ahnung, Leute. Es passiert einfach so unglaublich viel. Aber finde ich schön, also wie gesagt, wenn das hier die erste Multiplayer-Karte wird, die man halt auf jeden Fall gut spielen kann, dann ist ja eigentlich alles in Lot. Zwei Linien bietet die, eine kurze, eine lange, also eine längere. Und da hat man natürlich auch ein bisschen dementsprechend Abwechslung halt. Fahren nicht alle die gleiche Linie oder sowas. Also von daher muss ich sagen, Koblenz ist da schon eine schöne Karte. Obwohl ich, wie gesagt, immer noch der Meinung bin, ich kann mich hier daran nicht erinnern. Also anders jetzt schon so ein bisschen. Nur Ausstieg. So, alles aussteigen bitte, danke. Ja, sehen wir natürlich jetzt mal die Koblenzkarte komplett mal alleine. Ne? Sonst hatten wir sie ja nur im Online-Modus mit den anderen. Fällt natürlich immer ein bisschen schwer, da immer so ein bisschen zu reden halt und sich die Karte halt auch mal entsprechend direkt mal anzuschauen. Aber so wird das jetzt zukünftig leider sein, dass wir jetzt halt jetzt immer welche dabei haben, die halt dementsprechend halt auch mitreden, miterzählen. Das ist ja der Vorteil halt an dem Online-Modus. Man ist halt nicht mehr alleine. Kam auch ein kleiner Lotus-Patch halt vor einigen Tagen, der jetzt natürlich jetzt auf die anderen Karten so ein bisschen vorbereitet, kann man sagen. Also wenn man jetzt ein Spiel erstellt, hier in dem Lotus Online-Multiplayer-Menü,
dann sieht man rechts halt so eine Liste, welche Karten eventuell oder welche Karten alle Multiplayer-fähig sind. Und da ist eine ganze Latte drin, auch wenn die komischerweise immer manchmal dreifach, vierfach, fünffach drinstehen. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie verschiedene Versionsnummern sein werden oder sowas, warum sie denn halt da so oft drin stehen. Sind es trotzdem aber noch schon relativ viele Karten, die einen Online-Modus besitzen. Also man, die Karte selbst haben wir natürlich alle noch nicht, schade. Aber wie gesagt, so es sind schon echt viele Karten mit dabei. Und ich finde, dass... ist weiterhin einer der großen Hauptgründe, warum ich Lotus absolut empfehlen kann. Wegen der Community. Ja? Seien wir jetzt mal dahingestellt, dass das Ganze Early Access ist. Oh mein Gott, wir hatten da jetzt in den letzten Folgen so viel Diskussion darüber. Ich weiß, dass das Ganze Early Access ist. Tatsächlich weiß ich das. Und ich berichte davon auch viel, dass es Early Access ist. Warne davor halt auch relativ viel, dass es halt Early Access ist. Aber bei den meisten kommt einfach nichts an. Ja, dann redest du und dann denkst du dir so, da kommt nichts an. Okay. Trotzdem ist der Lotus Simulator jetzt schon mit der Mod-Community, ja, die jetzt gerade aktiv ist für den Lotus Simulator, schon echt, echt fortgeschritten. Und die basteln, was das Zeug hält. Also wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht den Lotus Online-Modus auf, schaut mal rechts in der Spalte rein und dann könnt ihr mal gucken, wie viele Karten eigentlich da drin sind, die bereits schon für den Multiplayer ausgelegt wären. Ja, wenn man die jetzt noch runterladen könnte, könnte man sie wahrscheinlich auch spielen. Ja. Finde ich persönlich eine relativ coole Sache. Also, es geht voran in Sachen Multiplayer. Und das finde ich eine relativ coole Sache. Das finde ich persönlich eine relativ coole Sache. So, wollen wir uns ja mal aber das Repaint hier mal anschauen, weiterhin, ne? Von BLV, der natürlich den KT4D selbstverständlich gebastelt hat, ne? Und jetzt legt er auch, glaube ich, zwei Repaints mit dazu. Wie gesagt, einmal das von Lotus und einmal das von Möbelhübener. Ist noch eins mit dabei. Ich glaube, das hat man mal schon bei ihm mal auf Bildern gesehen. Ja, also das, die sind schon mal auf jeden Fall mit dabei. Liefert er jetzt dementsprechend jetzt halt auch mit. Könnt ihr euch dann auch im Steam Workshop selbstverständlich runterladen. Wird diese dann praktisch einfach aus wie normales Repaint und dann geht das schon. Man hat ja, also ich bin ja anfangs davon ausgegangen, dass man das Ganze ja gar nicht repainten kann. So ein bisschen wie der R2B von München. Aber alles ist machbar. Alles ist machbar. So, mit 20 dürfen wir hier rum. So, wenn wir mal jetzt hier wieder mal ein Bild machen, irgendwie versuchen, hier in der Kurve schön, das wäre natürlich schon cool. So, haben wir. Und Türen auf. Zip. Ja, also das ist, wie gesagt, das Repaint. Könnt ihr gerne mal so in die Kommentare posten, wie euch das Ganze gefällt. Ist natürlich auch noch nicht alles nicht fertig, hat er, glaube ich, geschrieben. Meiner Meinung nach in den Post von dem Repaint. Warte mal. Was steht hier? Hat das schon mal irgendwer gelesen? Scotty, Energie! Raumschiffe haben wir keine, aber unsere Straßenbahn fährt mit 100% Ökostrom. Wundervoll! Für die aktuelle Klimakrise war einfach mal passend, sowas, so ein Schild hinzuhängen. Ja, 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 da muss man aber auch hingucken, ja. Sowas übersieht man glatt.
So. Schön ausrollen lassen. So läuft das. Und dann warten wir wieder, bis wir wieder unser Fahrtsignal bekommen. Ja, und bitte jetzt sofort. Ja, da ist es. Los geht's. Wir blinken ja nicht in den Haltestellen. Egal, ob zum Einkauf oder ins Freibad, mit dem City-Ticket deiner Region erkunden. Weitere Informationen zum City-Ticket erhalten Sie in unserem Kundenzentrum oder im Internet. Citybus, Menschen verbinden, Heimat entdecken. Hat sich aber einer viel Mühe gegeben. Holiday Inn. So. Seht ihr mal. Haben wir uns die Linie jetzt zum Beispiel jetzt auch mal angeschaut. Wenn wir jetzt noch in die Wendeschleife fahren, wenn wir noch mal drehen. Und dann, ja, sind wir auch schon wieder fast am Ende angekommen hier. Haben wir schon wieder eine weitere Folge Lotus hier. Auf den Kanal, so schnell geht das Ganze. Und ehe wir uns versehen, sind wir auch schon wieder bald. Ja, 6. Oktober. Ich wiederhole das Ganze noch mal. Leute, Fan-Treffen, Oktober, es geht los. Würde mich natürlich freuen, wenn so viele Leute wie möglich da sind. Vielleicht sieht man sich ja. Auf Wiedersehen, goodbye. Ja, vielleicht sieht man sich ja da. Ich tausche sogar meinen Dienst, ja. Dass ich denn auch wirklich denn am Sonntag denn da bin. Dann muss ich Montag nicht arbeiten. Gehe dann den Samstag arbeiten und dann passt das Ganze. Und dann, ja. Schauen wir uns nochmal das neue Busmodul an. Streets of Lotus, freue ich mich drauf. Oh Mann. Das könnte nochmal ein großes, großes Ding werden hier für Lotus. Ich glaube, das ist womit einer der heiß erwartesten Sachen wahrscheinlich Lotus, ja. Also ich finde, der Straßenbahn ist ja schon ein absolutes Highlight, aber wenn jetzt noch ein Bus dazu kommt. Oh Mann, das wird so gut, das wird so gut. Ich bin so gespannt auf das erste Sehen halt, ja. Weil man kann sich das ja wohl angucken, man kann ja wohl irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch selber mal testen. Und natürlich freue ich mich auch auf diese Boxed-Version. Ich hoffe, dass man mir irgendwie auch. Also, irgendwann tue ich auf jeden Fall irgendwie, ja, aber ich hoffe, dass mir irgendwer da so eine Box zurückhält, dass ich mir dann da diese Box da kaufen kann von Lotus. Ich will das Streets of Lotus. Freue ich mich so. Endlich mal ein Stellhähnchen von Lotus zu Hause. Das wäre doch mal was. So, Pausenplatz. Damit gehen wir mal auf Toilette, ein bisschen schiffen, würde ich sagen. Und ja, ich würde sagen, hier endet denn unsere nächste Folge von Lotus. Ihr seht es, also wie gesagt, auch der BLV bastelt jetzt wieder fleißig Sachen wieder für unseren Lotus-Simulator. Jetzt, wie gesagt, neue Repaints im Steam Workshop. Schaut gerne mal vorbei, schaut rein. Und wenn, lasst auch ein Like da im Steam Workshop, ja, damit auch ein bisschen Dankbarkeit gezeigt wird. Ja, und sonst, wenn euch die Folge gefallen hat, dann wisst ihr ja auch, was zu tun ist. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze schon. Ich mach's kurz, bedanke mich, sage Tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!